9 bis 6. Ach, das war nur eine Wurfsichel. Oder ja, was heißt nur eine Wurfsichel? Ist halt für, gerade das sagen wir mal für Dero, wenn die aber schnell ziehen kann. Da kannst du ihn mit Wurfwaffen umher feuern wie die Sau. Und Dero ist übrigens jetzt Heckenschütze. Er ist Soldat. Ich bin Krieger. Und sie ist immer noch ein Ferg. Okay. Oder Turk. Meine Metall. Ja, ja. Dann noch die sämtlichen Rüstungen verkaufen. Bis auf Gelb. Das kommt extra. So. Hauptsache, wir kriegen. Ach, Windsteinhelm. Charakterstufe 8. Habe ich Windstein? Ja, habe ich. 12, 11. Acht, vier. Das erste Mal kriegst du das hier. Handschuhe, ich glaube, sie braucht noch. Ja. Und sie braucht noch Windsteinhelm. 4, 8. Handschuhe. Braucht sie noch. Ja, dann braucht jeder Charakter noch einen Windsteinhelm. Aber zuerst erstmal gucken, was es so alles gibt. 32. Warte ich mal kurz, weil ich weiß nicht, wer braucht noch. So. Elf, zwölf, alles klar. 14, 14, 26. 7, aber ich habe 8. 5, ich habe 9. 5. Ganz ehrlich, da kann ich eigentlich fast speichern, beenden. Und kann mich so nochmal neu ausrüsten. Allerdings. Erstmal. Seid gegrüßt! Ja. Werde ich die Kleintränke verkaufen. Die geben nur 5 Goldstücke her, aber passt. Weil mit den Kleintränken kann ich eigentlich jetzt nichts mehr anfangen. Jetzt müssen wir so langsam mal die härteren Geschütze ausfahren. Kleine Kältewelle. Das ist auch so sinnlos. Die kleine Kältewelle. Kleiner heilender Regen. Darauf bin ich gespannt. Wie der Zauber nochmal war. Was it good when I bought it? Oder I buy it, besser gesagt. Das verkaufen und das Buch rein, weil ich es kann. Und das noch verkaufen. Gut, alle müssten jetzt Ketten und Dingens frei sein. Sehr schön. Dann Bernhard. Yep. Okay, er hat 2 Nesselbündel, die könnte ich ihm abkaufen. Dann hätte ich schon mal 3 Nesselbündel und dann fehlt mir noch 1. Komm, was soll's.
Was soll der Geiz, ne? Was? Gardenienblätter. Okay, 22 Mana. Kristallsplitter. Finger weg, Finger weg. Gruß euch. Kann ich etwas für euch verzaubern? Oder habt ihr vielleicht Zutaten für meine Salbe gefunden? Jo, hab ich. Nicht schlecht für den Anfang, aber ich brauche noch mehr Nesselbündel. Sonst ist die Salbe wirkungslos. Nur noch eine Nesselbündel also. Gut, dann würde ich jetzt aber sagen... Was haben wir für Quests nochmal? Primär, da sind wir jetzt. Gut, wie gesagt, ich würde jetzt... wie gesagt, ich würde jetzt... Ja, genau. Ein sinnvoller Satz ist sinnvoll. Bestiarium, da wollte ich doch reinschauen. Genau. Habe ich diesmal... Hier ist soweit alles voll. Hier fehlen noch zwei. Hier fehlen noch zwei. Hier fehlen noch welche. Hier habe ich fast alles voll. Hier habe ich alles voll. Hier fehlen zwei. Mhm. Oh, das wird was, um hier alles voll zu bekommen. Jo, ich würde fast sagen Feierabend, aber ich muss doch eine Quest abholen. Eine Quest muss ich noch abholen, die ich vergessen habe abzuholen. Weil wir haben jetzt Tar. Und es gibt noch eine Person, die eine Quest für uns hat. Außerdem wird es echt Zeit, dass ich Schluss mache, weil jetzt sind jetzt schon 2 Stunden, die ich aufnehme. Ich würde gerne noch länger aufnehmen. Das Problem allerdings an der Sache ist, ich werde so langsam müde. Und ein alter Mann braucht auch seinen Schönheitsschlaf. Und zwar gibt es hier in diesem Bereich noch eine Nebenquest abzuholen. Bei Ariane. Tar, ich höre, du willst das Dorf verlassen. In Zeiten wie diesen? Bist du verrückt? Ich fürchte die Morden nicht. Die Morden sind deine geringste Sorge. Im Wald lauert ein Ungeheuer. Die Haku-Bestie? Ariane, dieses Vieh hat es nie gegeben. Das behaupten alle, aber uns hat es um ein Haar getötet. Weißt du wirklich, wovon du da redest? Hör zu. Katrale und ich stolperten vor ein paar Wochen im Wald über die Drachenhöhle. Ich habe die Bestie selbst gesehen. Messerscharfe Zähne, schreckliche durchdringende Augen. Es war grauenvoll. Und sie verfolgte uns bis zu den Stadttoren. Wir können von Glück reden, noch am Leben zu sein. Gerade da, wo ich gehen muss. Ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel sich aufhängt oder ob es noch aufnimmt. Mal gucken. Ariane, die Dschungelhitze hat dich übermannt. Erwartest du wirklich, dass ich dir diese Geschichte abnehme? Denn jetzt kommt ein... Ja, jetzt kommt eine Cutscene und ich weiß nicht, ob es aufgenommen wird. Warum willst du mir nicht glauben? Es hat's aufgenommen. Ich glaube, ich bin. Na gut, ich sehe mich um. Aber nur, um dir das Gegenteil zu beweisen, Ariane. Um deinetwillen. Ich weiß nicht. Man sagt, die Bestie ist den Haku hörig. Sie lebt in einer magischen Höhle und tötet alle, die den heiligen Boden der Haku betreten. Die Bestie ist so schrecklich, dass die Haku ein Leben opfern müssen, um sie heraufzubeschwören. Dazu verwenden sie einen magischen Dolch. Und sobald sie die Bestie gerufen haben, müssen sie fliehen, denn sie tötet alle im Umkreis. Hört sich an, als wärst du auf ein Ammenmärchen reingefallen. Warte, ich bin noch nicht fertig. Die Bestie kann nur auf eine einzige Weise getötet werden. Mit einem Schwert, das mit dem Zauber eines Haku versehen wurde. Ariane, du sorgst dich unnötig. Ich werde diese Drachenhöhle finden und dir beweisen, dass es diese Bestie nicht gibt. Du wirst die Wahrheit schon erfahren, aber dann ist es zu spät. Die Bestie wird dich töten. Auf keinen Fall. Und außerdem, nichts ist besser, als die Wahrheit zu kennen. Aber du darfst dich der Höhle der Bestie nicht ungeschützt nähern. Wenn du sie erlegen willst, benötigst du einen magischen Haku-Dolch.
Die Ungläubigen haben viele Lager im nördlichen Dschungel aufgeschlagen. Jede Nacht höre ich ihre Trommeln. Bestimmt findest du eine Dolch in ihren rituellen Lagern. Ich kenne ein solches Lager hoch im Norden, in der Nähe des Flusses. Ich gehe, Ariane. Aber ich glaube ernstlich nicht daran, ein Schwert oder eine Bestie zu finden. Na gut, wir sehen uns um. Tar forscht für Stufe 10. Lasst euch nicht veralbern von dieser Quest. Stufe 10, das ist noch echt milde ausgedrückt. Sehr, sehr milde. Weil die Quest hat es echt in sich. Und ich weiß, wovon ich rede. Nun gut. Nächste Quest abgeholt. Ich will noch warten, auf alle Fälle, bis Lothar Level 10 erreicht. Wir sind ja, glaube ich, schon Stufe 11. Yep. Stimmt, die Handschuhe muss ich noch wegpacken. Flasche Elbenbier muss ich wegpacken, weil in nächster Zeit gibt es keine Tauschquest. Erst später wieder, viel später. Mal gucken. Wachsamkeit. Halt. Nee, Moment, Lorentals Vermächtnis. Wachsamkeit der Natur. Wachsamkeit der Natur. Wachsamkeit der Natur. Lorentals Vermächtnis. Ja, immerhin 5 gelbe Satzrelikte haben wir gefunden. Immerhin etwas. Gut, jetzt würde ich aber sagen, war es das endlich von meiner Seite aus hier. Ich werde offscreen mehrmals einkaufen gehen und so weiter, Geld ausgeben. Und wird die Charaktere neu einkleiden, neu ausrüsten und so weiter. Und wir sehen uns dann wieder hier und verschwinden dann wieder in Richtung Süddschungel zu Raskas Ruinen und dann ab durch den östlichen Dschungel. Ich würde aber sagen, was ist von meiner Seite aus hier. Ich hoffe, der Walkthrough hat euch soweit bisher gefallen. Falls ja, bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Würde mich freuen und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession und in den nächsten Folgen vom Walkthrough von Dungeon Siege 2 für den PC. Ja, was von meiner Seite aus hier. Machimalka für heute. Over and out. Tschö mit dir.